Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom SI Talk. Ich wünsche Ihnen eine frohe Fasching- oder Karnevalwoche und hoffe, dass bei Ihnen nicht zu stark zugeht, sodass Sie auch noch ein Auge auf den Markt werfen können. Wobei es ist heute relativ ruhig. Ich glaube, auch der DAX ist in Karnevalstimmung. Zumindest haben wir am Freitag nochmal das All-Time-High genommen. Und ja, da lässt es natürlich auch mal ein paar Tage ruhiger angehen. Aber schauen wir sich gleich einmal die Märkte an. Gold hat ein bisschen nach oben korrigiert, hat ein bisschen sich von seinen Tiefs erholt, ist aber nach wie vor noch in einem Konsolidierungsmodus. Was mir gut gefällt ist, dass die Stimmung langsam wieder negativer wird. Vor zwei, drei Wochen haben wir schon fast wieder das Problem gehabt, dass wir Euphorie gehabt haben, dass jetzt jeder geschrieben hat, es geht weiter und es kann nur mehr steigen. Und da sind wir wieder eines Besseren belehrt worden. Außerdem wäre das sowieso sehr problematisch gewesen, weil wenn wir in dieser Dimension weiter gestiegen wären, dann wären die 1400, die ich mir eigentlich zum Jahresende erwarte, oder 13,5 bis 1400, ja, schon im Februar oder März gefallen. Und von daher bin ich nicht unbedingt unglücklich, dass man da ein bisschen Luft rausnimmt. Macht einen stabileren Trend, einen besseren Trend, einen stärkeren Trend, als wie wenn es zu schnell wieder nach oben geht. Ja, DAX haben wir schon gesprochen. Wir haben am Freitag ein neues High gehabt. Wir haben die 11.000 einmal drüber geschaut. Das ist klar, dass das nicht so in der Dimension weitergehen kann. Also ich erwarte noch immer Konsolidierung. Der Grund, warum es eigentlich so weit nach oben gegangen ist, das war schon am Vortag, dass ja in Minsk ein Waffenstillstand ausgehandelt worden ist, der auch so weit, wie es ausschaut, hält. Also von daher positive Stimmung aus dieser Richtung, was schon mal sehr positiv ist. Und aus Griechenland gibt es eher zwiespältige Sachen, wobei ich ja nach wie vor der Meinung bin, dass das unwichtig ist. Und es könnte nur eins passieren: würde Griechenland ausscheiden, würde der Euro massiv davon profitieren, weil eben, und das sage ich auch jetzt nochmal, auf einmal feststeht, es bleibt nicht jeder Schrott im Euro drinnen. Das heißt, man geht den Weg zur der sichersten Währung, zur stabilsten Währung, und deswegen fließt Geld wieder in den Euro-Bereich zurück, und das würde vor allem natürlich die Länder, die im Euro verbleiben, stärken. Stärkt natürlich den Euro, würde im Export natürlich im negativen Bereich dann zusammenfallen, aber das wäre die Auswirkung, die passieren würde. Und man könnte natürlich, wenn Griechenland dann ausscheidet und Griechenland scheitern würde, oder scheitern ist relativ, sie würden den Bankrott geben oder zumindest dann die Währung auf jeden Fall neu einführen, dann stellt sich halt die Frage, dass, wie die das handeln können, und dann sieht man es auch, wenn es andere Kandidaten gibt, was denen blühen würde, wenn sie aus dem Euroraum fallen. Entweder positiv, dass sie sagen, wir kommen relativ schnell wieder auf die Beine und das ist eine echte Option, oder der Ansporn dieser Länder wäre enorm, dann im Euroraum zu bleiben, um vom positiven Euro-Image zu profitieren. Ja, das große Thema für uns heute ist aber Öl. Gehen wir mal dort hin. Fangen wir mit dem an. Ölpreis, WTI, muss ich jetzt dazu sagen. Wir haben die Konsolidierung, also die Gegenbewegung nach oben gemacht und haben aber diesen Ausbruch über die 54 noch nicht geschafft. Also wir sehen, dass wir eigentlich in die Seite konsolidieren. Wir sehen auch, dass das Umsatzvolumen zurückgeht. Das ist eigentlich auch typisch für die Konsolidierung. Ich würde auch sagen, hier sind extrem viele Short-Positionen eingedeckt worden und wir kommen langsam auf eine Basis zurück, die reell ist. Interessant für mich ist, und das werden Sie sich vor allem natürlich auch fragen, die täglich dann an der Tankstelle fahren, hier ist das Brent. Brent ist das europäische Pendant zum WTI und Brent ist schon wieder bei fast 62 Dollar. Wir waren im Tief bei die 48, knapp unter 48, und jetzt gehen wir zurück auf das WTI, das waren wir da bei 44, das heißt, wir haben dort 4 Dollar Differenz gehabt und jetzt haben wir momentan 52,50 auf 61,20, also wir sind jetzt
bei 9 Dollar Differenz, das heißt die Differenz zwischen Euro und WTI oder Euroraum und US-Raum ist wieder deutlich gestiegen. Der Spread hat sich verdoppelt, die Europäer zahlen mehr. Das heißt zwar einerseits, dass die europäischen Produzenten davon profitieren. Jeder, der im Brent abrechnet, ist es positiver, weil wir schneller den Rebound machen. Für uns Konsumenten heißt es allerdings, dass die ganz billigen Zeiten an der Tankstelle leider schon wieder vorbei sind. Ich hoffe, dass wir da so eine Art Gegenbewegung sehen. Was wir auch sehen ist, dass im Brent wir im Trend nach oben verlassen haben. Sie sehen, hier haben wir diese Bewegung nach oben, während wir hier doch einen ziemlichen Deckel drauf haben und hier ein großer Widerstand ist bei der 54. Und dadurch ergibt sich natürlich auch eine Strategieänderung. Wenn Sie jetzt natürlich noch Ölaktien suchen, wo Sie investieren wollen, dann suchen Sie sich vor allem Unternehmen, die im Brent faktorieren und nicht in WTI. Und kommen wir auch noch zum Öl, und das ist eine ganz wichtige Rigs. Ich zeige es Ihnen ja schon fast wöchentlich. Das ist der Rig Count, das heißt, wie viele Bohrgeräte sind in den USA im Einsatz, und Sie sehen, dass hier dramatisch eingebrochen ist. Hier die schwarze Linie ist der Ölpreis und es ist momentan kein Ende in Sicht. Und genau das ist auch das, was ich erwartet habe. Die ganzen Bohrungen werden reduziert, weil sie sich nicht mehr rechnet, beziehungsweise die Marge zu gering ist, das Risiko ist zu hoch, deswegen wird es auch nicht mehr finanziert und dementsprechend drückt es noch runter. Wir sehen im Wochenvergleich in Nordamerika sind 83 Bohrgeräte wenig im Einsatz, im Wochenvergleich, im Jahresvergleich 276. Und wenn man sich das jetzt an Land anschauen, dann sehen wir, dass 311 Bohrgeräte weniger im Einsatz sind als vor einem Jahr und 88 im Verhältnis zum letzter Woche. Was noch viel spannender ist, das ist dieser Chart, die kanadischen Bohrgeräte. Ich habe es Ihnen ja schon jede Woche erzählt. Hier sehen Sie den massiven Anstieg, weil nur in dieser Phase die Bohrgeräte in diverse Regionen in Kanada eingebracht werden kann, weil dort es so gefroren ist und es ist wirklich sehr frostig momentan in Kanada. Wir haben in Toronto, ich habe gestern gerade nachgeschaut, weil ich hier in 2 Wochen nach Toronto fliege auf die PDEC. Wir haben gerade minus 26 Grad dort. Also es ist wirklich frostig, aber dies ermöglicht, dass die Bohrgeräte in das Land reingebracht werden können und dann auch wieder rausgebracht werden, weil das teilweise sumpfig ist und die Bohrgeräte, die ja doch ziemlich schwer sind, könnten dann nicht mehr reingebracht werden. Und deswegen ist die Bohrsaison eigentlich Jänner, Februar, März. Dann werden die Bohrgeräte schon wieder rausgebracht und dann wird dementsprechend nur mehr dort gebohrt, wo sie im Einsatz sind, also wo sie nicht solche matschigen Untergrund haben, nicht so ein Moos-Untergrund hat. Und das Schöne ist eigentlich, Sie sehen, wir sehen diesen Peak nicht noch. Wir haben den Peak nach unten gesehen, der war deutlicher als vorher, aber der Anstieg nach oben passiert nicht. Und da reden wir immerhin von 300, teilweise 300 mehr Bohrgeräte. Und das sehen wir auch wieder hier in dieser Statistik, wenn wir da zurückgehen. Kanadische Bohrgeräte, 240 Bohrgeräte sind weniger im Einsatz als letztes Jahr. Statt 621 sind es jetzt nur 381. Also das sind schon gewaltige Änderungen. Sogar die Bohrgeräte gehen auf Wochenbasis zurück. Und das Schöne ist, das kann jetzt nicht, wenn der Gaspreis ansteigen sollte, im April wird deswegen das nicht nach oben pfeifen, weil es nicht geht, weil die Bohrgeräte halt dort nicht mehr reingebracht werden können, sondern da müssen alle Bohrgeräte wieder rausgebracht werden. Und das ist eine Situation, die sehr gut ist. Schauen Sie nur mal das Interview an von Keith Schäfer. Keith Schäfer hat es auch in seiner Präsentation gebracht. Er geht davon aus, dass der Gaspreis massiv nach unten geht. Warum? Weil so viele Bohrgeräte reingebracht werden und im April die meistens alle angeschlossen werden und im April dann eine Überproduktion ist. Diese Überproduktion wird es in dem Ausmaß nicht geben, wie er es erwartet hat, weil es diesen Peak nicht gibt. Und das ist extrem spannend und eine extrem positive Nachricht auch für Gasproduzenten. Ja,
Also schauen Sie sich die Statistik an, für mich die wichtigste Statistik und für jeden, der davon ausgeht, dass der Ölpreis weiter nach unten fällt, weil die Arme so viel produzieren, soll sich einfach diese Charts anschauen und dann soll er mal seinen Kalkulator rausholen und dann soll er mal ein bisschen tipseln, was das eigentlich heißt. Und dann soll er die Kleinkurves von den ganzen Bohrlöcher im Fracking-Bereich berücksichtigen und dann wieder schneller mal feststellen, dass im zweiten Halbjahr dieses Jahres die Produktion in den USA zurückgehen wird. Und dann werden wir hier beim Brent wieder schnelle Anpassung sehen zwischen WTI und Brent, das wir jetzt schon sehen. USA produziert noch immer mehr, deswegen ist WTI unten, Brent steigt schon wieder und wir werden dann eine Zusammenführung sehen. Eher auf einem höheren Niveau, also weniger, dass Brent nach unten kommt, sondern mehr, dass WTI hochkommt. So, Öl, das große Thema, warum? Morgen wird die Pressemeldung bekannt geben von Blackbird Energy, wie viel kommen bei diesen Bohrlöchern raus, also bei ihren ersten zwei Bohrlöchern. Ich bin extrem gespannt, Einschätzung kann man nicht geben, alles was 1000 Barrels, 1500 Barrels ist, ist okay, 2000 Barrels ist super und alles was drüber ist, ist sensationell. Ich kann mir eh schon vorstellen, wie gesagt, dass es trotzdem nach der Veröffentlichung eine Enttäuschung gibt, also eine Durchschnaufen. Die Leute nehmen mal Gewinne mit. Gewinne haben sie genug, wenn da einer am Jahresanfang investiert ist, ist er 100% vorn. Überlegen Sie nach 100% vorn in 5 Wochen, 6 Wochen. Da ist es verständlich, dass manche Leute, die hier gekauft haben, jetzt einfach auch wieder verkaufen. Alles, wenn sie natürlich mit einem sensationellen Ergebnis rauskommen, dann kann das relativ schnell natürlich auch sich auflösen und dann ist man relativ schnell nochmal wieder nach oben. Aber wir werden sehen, Spannung steigt. Morgen werden wir hoffentlich mehr davon wissen. Also es ist natürlich jetzt nur eine Vorabplanung, geplant war es am 17. Es kann natürlich sein, dass es irgendwelche Verzögerungen gibt, wenn irgendwelche Flow-Tests nicht passen. Also, aber schauen wir mal, was da dementsprechend rauskommt. Generell Öltiteln. Hier Hemisphere Energy, interessanter Bereich, auch extrem nach unten gegangen, bis Ende Februar, hat jetzt wieder Gegenbewegung gemacht, auch fast hundertprozentig, gefällt mir gut, kann man durchaus jetzt auch schon überlegen, dass man was macht, wird auch vom steigenden Ölpreis natürlich deutlich profitieren, hängt aber am WTI, nicht am Brent, also aufpassen. Hier ist einer, der auch vom Brent profitiert, das ist Canacol. Canacol hat sich sensationell entwickelt seit Dezember von 1,20, 1,40 rauf auf 4,20, also gut 200% zugelegt, hat aber bei 4 Dollar, 4,20, Dollar 4,40 einen Deckel drauf, den muss er erst einmal wegsprengen und hat jetzt auch wieder konsolidiert mit der Konsolidierung des WTIs und Brent und von daher könnte hier eine ganz interessante Position sein, produzieren in Kolumbien und auch teilweise in Peru, also hier ist auch noch ein Länderrisiko dabei. Hier einer, der vom Gaspreis profitieren sollte, ist Warren Resources. Warren Resources hat es zerrissen, hat eine Akquisition gehabt in diesem Bereich, im Gasbereich, im Marcella-Feld. Das ist das Feld, das am meisten eigentlich den Gaspreis momentan nach unten drückt, weil dort die Quellen so ergiebig sind und weil dort eigentlich ein sehr billig produziert werden kann. Deswegen sind die Gasgebiete dort stark im Auftrieb und die verdienen auch bei diesem Geld, bei diesem Gaspreis noch Geld. Interessant ist, die Company hat angekündigt, ihr Budget, ihr Explorationsbudget oder Development Budget zu kürzen und zwar nicht um ein Viertel, sondern auf ein Viertel von 80 Millionen auf 21 Millionen. Da sieht man, was momentan abgeht in dem Markt. Es wird dadurch massiv reduziert und da kommen wir auch dann gleich zu einem Punkt. Wir müssen jetzt momentan aufpassen bei Ölservice-Unternehmen, also wenn Sie Ölservice-Unternehmen haben wie Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes und so on, dann müssen Sie aufpassen, dass Sie dort nicht wirklich jetzt massiv investiert sind. Die haben natürlich auch noch unten korrigiert, aber die nächsten Quartale werden dort eher verhalten sein und eher schwach sein, weil natürlich diese Ölservice-Unternehmen von diesem Ölpreis massiv auch getroffen werden. Und von daher, man muss auch rechnen, dass der Öltrend nicht mehr in dieser
Parabolikurve nach oben geht, sondern dass jetzt auch die Banken extrem vorsichtig werden, selbst wenn der Ölpreis wieder bei 70, 75, 80 Dollar sein wird. Die Banken werden zurückhaltender sein bei der Evaluierung, die werden Preise annehmen von 50 Dollar, sie werden Stresstests durchführen bei ihren Investments und dadurch wird nicht mehr so viel Geld in den Markt reinfließen, dadurch wird nicht mehr so viel gebohrt, damit wird auch nicht mehr so viel Ölserviceunternehmen benötigt und deswegen ist dort ein gewisses Problem da. Bei den einzelnen Unternehmen haben wir jetzt trotzdem nur so viel Nachholpotenzial und was wir auch haben, ist, die Bilanz wird in Zukunft wahrscheinlich besser werden. Warren hat ein Problem, die hat natürlich noch relativ viel Verschuldung drauf, hat 300, 400 Millionen Verschuldung, hat die ersten 9 Monate, glaube ich, 20 Cent verdient. Ich gehe davon aus, dass sie diesen Quartal Verluste machen werden aufgrund des niedrigen Gaspreises und Ölpreises. Sie produzieren großteils Gas, ungefähr 70%. Für dieses Jahr werden es 84% erwartet Gas. Und das ist ein großes Thema und von daher muss man da aufpassen. Aber das ist halt was mehr für Spekulanten, vor allem wenn man sich den Trend anschaut. Es könnte hier wirklich eine Trendumkehr stattfinden und das könnte das Ganze spannend machen. Ja, noch was. Wie haben sie unsere Dividendentitel entwickelt? Auch hier hat es natürlich Konsolidierung gegeben. Ich habe auch letzte Woche einen Anruf bekommen von einem Deutschen bezüglich der Dividenden, was zum Dividenden zum Zahlen sind. Also ist die Steuerbelastung liegt irgendwo bei 39,5%. 39,5% ist natürlich ein Brocken, aber trotzdem ist die Rendite noch sehr, sehr gut. Und wo die Dividendenbesteuerung weniger sein sollte, ist bei der Lynco. Das habe ich Ihnen ja schon immer gesagt, die Lynco ist extra ein Vehikel gemacht für Ausländer, die in diesen Bereich investieren wollen. Dort ist die Dividendensteuer, sollte die Dividendenbesteuerung niedriger sein. Das müsste, glaube ich, 25% plus Solidaritätszuschlag sein. Also da sind sie ein bisschen niedriger als bei einer Breitbahn. Aber auch hier bei der Lynco-Konsolidierung, also aber alles im Prinzip im grünen Bereich. Ja, das war es eigentlich schon wieder, heutige Ausgabe. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Faschingsausklang und Ihnen nicht so einen starken Kater am Aschermittwoch. Wenn die Meldung von Blackbird vor Börse rauskommen soll, werde ich mich melden bei Ihnen. Kommt sie nachbörslich raus, werde ich mich erst am Mittwoch dazu äußern. Bei uns ist der Fasching quasi nicht existent, beziehungsweise Karneval. Von daher sind wir natürlich immer in Amt und Würden. Ja, das war's. Schönen Wochenbeginn. Genießen Sie die schönen Tage, zumindest bei uns ist schön. Und wir hören uns in Kürze. Tschüss.